Ja, hier ist mal wieder die Axt im Walde. Ganz neu mit Was ist neu? The Forest in der Version 0.10. Ja, geht voran, keine Frage. Ich habe auch ein bisschen was vorbereitet, ja, darum lade ich auch direkt einen Spielstand. Und ich sag, ich denke mal, in Kanada laufen die Uhrzeiten oder ich sag mal die Tageszeiten ein bisschen anders. Da scheint wohl schon Weihnachten angebrochen zu sein. Die beschenken uns hier mit einem ganzen Haufen Spezialitäten. Ja, und da gehe ich in Kürze drauf ein. Wir können, das erwähne ich gleich mal vorab. Mit dem Hasenkäfig, Waschbären und jetzt auch Lurche fangen. Die Molotow-Cocktails funktionieren auch wieder ordnungsgemäß. Und die zwei fehlenden Blumen, was war das? Marigold und noch irgendeine Blume. Die ist jetzt auch wieder aufzufinden. Die Marigold habe ich auf jeden Fall schon vorgefunden, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und hier sind wir auch schon. Hängt kurz, jetzt ist hier, genau. Kein Laufhaus. Es hat sich grafisch einiges getan in dem Spiel. Ja, da es einige Verbesserungen gab. Ja, hier haben wir auch, denke ich, schon was drin. Nee, erst zurücksetzen. Genau. Und ich denke mal, wir warten hier ein bisschen, bis ein Lurch reinläuft. Ja, ihr seht das auch beim Feuerzeug. Das ist eine der vielen grafischen Änderungen oder optischen Änderungen, ist die Flamme ein bisschen anders, ja. Die weht jetzt nicht im Wind mit. Ja, ein blödes Hasenvieh, wirklich. Ich will, wenn ich den Hasen haben will, dann kriege ich hier nicht raus, ja. Ich weiß auch nicht, warum hier ein Hase reinläuft. Gerade vorhin, da war noch ganzer Haufen Lurch hier. Ja. Gut. Da ist ein Lurch gewesen, ja. Warten wir ein bisschen ab, da können wir zugucken. Ja, bei der Medizin ist das ja bisher so gewesen, wenn man die aufhebt, kommt die ins Inventar. Und besitzt man jetzt weniger als 20, 20 Wert 20, einfach nur 20 an Gesundheit, ja, dann wird die Medizin sofort konsumiert. Ansonsten kommt die auch ins Inventar. So, da ist wieder ein Lurch. Wir laufen hier an, für sich mehr Hasen hinein. Ja, da ist ein Lurch direkt dran vorbeigezogen. Mann, oh Mann. Ja, gut. Ja. So viel zum Thema Medizin. Ja. Geht man nun ins Wasser? Wird auch automatisch alles weggesteckt. Das heißt hier Waffen, die man in der Hand hält, die werden natürlich weggesteckt. Feuerzeug funktioniert auch ein bisschen besser. So, wenn jetzt alles gut geht. Ja, hier haben wir auch schon Lurch drin. Ja. Da ist der Lurch. Der kann jetzt drin gefangen werden. Sieht nett aus, ne? Ist ein nettes Vieh. An für sich, ich sag mal, ja, ich kann auch hier alles wegpacken. Das ist auch eine neue Änderung. Und hier im Optionsmenü Show HUD einfach wegmachen. Und dann mache ich mir hier einen netten Screenshot von, ohne irgendwelche störenden Bildelemente, aber ich habe natürlich jetzt auch keine Ahnung, ne? Was passiert, wie geht's mir hier, was meine Gesundheit und so weiter. Ich brauche noch andere Logs. Ja. Exit to Main Menu ist jetzt auch wieder vorhanden. Hier haben wir auch, ja, das heißt, hier haben wir auch, hier haben wir ordentlich Besuch bekommen, ja. Die haben ja nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Ja. Da wird ein Haufen Anpassungen auch grundlegend bei den Gegnern, ja. Ein bisschen Balance und was weiß ich. Oh, ja, die scheinen jetzt auch gegen Feuer immun zu sein, wie es aussieht. Nerven mich jetzt ein bisschen. Ja. Ja. Wunderbares Farbenspiel. Ja, ist nicht außer Acht zu lassen. Es gefällt mir auch sehr gut. Ja, wunderbare goldene Farbe hier im Überzug. Ja, wunderbar, ne? Sollen wir ein bisschen abwarten hier? Ja, das ist gut, ne? Das ist ganz gut. Die ziehen auch wunderbar weiter. Ja, irgendeiner kommt hier noch, aber das für mich auch in Ordnung. Komm du nur, ja, gut auch und tschüss, ja. Das sieht mir nach einer längeren Reise aus. Die Insel ist groß, die Welt noch dazu und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, fälschlicherweise hier in den originalen Patch Notes. Ist hier der Lockholder aufgezählt? Ah, ich denke, die sind jetzt wieder hier zurückgekommen. Ist hier nee, der Lockholder aufgeführt an für sich, aber also der Baumstammhalter an für sich ist aber gemeint, dass hier, dass es um den Schlitten geht. Ja, den Schlitten kann man hier nicht nur grundlegend rumbewegen, sondern auch zusätzlich. Ja, mit einem eigenen Haltegriff. Ja, ich mache mir hier noch so ein Feuerchen hin und merke an für sich, dass sich die hinten und vorne nicht ganz ausgeht. Steine, wo seid ihr alle? Ja. Und dann ist alles noch ein bisschen anders hier in der neuen Version, was die Höhlen betrifft. Die Höhlen sind hier, die strandseitig zu betreten waren. Die sind hier nicht mehr einfach so zu betreten. Die sind nämlich zugebuddelt. Ja, da läuft nichts mehr. Dafür gibt es jetzt hier ein neues System, ja, das eine der großen neuen Änderungen. Auch der Spieler kann hier jetzt ja, ich möchte an für sich nur einen Hasen essen. Auch der Spieler kann jetzt klettern, aber ich sag mal nicht so wie vorgesehen, das klappt leider nicht so ganz. Zumindest, ich sag mal, wenn das hier wie vorgesehen klappen soll, dann ist hier definitiv irgendwas auf bei mir noch nicht ganz klar. Ich habe das noch nicht ganz kapiert, wie man hier tatsächlich abklettern muss. Ich gehe hier auch mal direkt nach unten, ja. Da laufen wir am Strand entlang. Und hier ist ja üblicherweise so, oh, wo ist der Höhleneingang? Ja, klar. Der ist jetzt weg. Höhleneingang ist weg. In dem Fall muss man diesen Höhleneingang hier ein bisschen weiter drüben suchen. Ich
Bin mir auch nicht ganz genau sicher. Ja, hier ist das genau. Bei einer großen Steinansammlung ist hier so ein Seil, kann man reinklettern. Ja, aber das funktioniert hier eben nicht ganz so. Ja, doch, jetzt geht das. Wunderbar. Ja, Gott sei Dank. Vorher ging das nicht. Ja. Aber hier auch wieder rauskommen ist natürlich eine andere Sache. Ja, gut, der macht auch gar nichts. Von daher. So. Ja, gut. Ja, hier drüben, da war mal hier auch unser Höhleneingang. Ja, wo wir runtergekommen sind, da ist jetzt einfach nichts mehr. Wir haben hier auf dieser Seite gibt es ein Seil. Kann man nach oben klettern. Ist so gesehen ganz wunderbar. Ja, wo leuchtest du hier hin? So, jetzt geht's wieder. Und auch gut zu erkennen, hier hat sich am Gesamtambiente ein bisschen was getan. Ja, ich drehe das auch mal wieder ab. Hier wird der Co-Pilot oder was das ist, wird hier wunderbar beleuchtet. Ja, Taschenlampen. Ah ja, und hier, ich habe hier ein bisschen frühzeitig gedrückt. Hier war auch gerade noch die Leuchtpistole. Die ist hier noch gelegen, ganz normal beim Stuhl, wie immer. Ja. Ja, grafisch hat sich einiges getan. Das sieht hier aus wie ein Koffer, wie üblich. Hier unten ist dann noch immer Wasser. Ich habe keinen Plan, wie man hier runterkommt. Ja. Dann gibt es auch noch hier solche Koffer und solche Koffer. Ich wechsle hier auch mal kurz das Licht aus. Ja, so sieht das aus, ne? Das können wir auch, ich sag mal, ja, ein bisschen später noch mal gut betrachten. Oh, da steht wieder einer, ne? Ich guck auch, ob ich... Ja, das geht gut. Ja, wunderbar. Hier ganz gekonnt mit einem Arm. Ja, klettern wir nach oben. Und dann sind wir auch wieder draußen, ja. Das sind die neuen Höhleneingänge, die strandseitig liegen. Ich komme auch noch zur zweiten großen Sache hier in diesem Patch drin. Werd hier aber einfach mal quer über das Land ziehen. An für sich. Gab es ja die Fragen bei uns im Forum auf forum.2ftheforest.net, was ist denn jetzt an für sich die Foundation? Ne? Da hat es hier im Survival Guide einen Eintrag gegeben, die Foundation, das ist das Grundgerüst. Ja, die Axt ist normalerweise hier irgendwo, aber jetzt hier nicht. Die Foundation ist das Grundgerüst. Und was man damit machen kann, ne? Ja, zum damaligen Zeitpunkt der letzten zwei Versionen von The Forest konnte man natürlich nichts damit anfangen. Und ihr seht hier auch währenddessen die neuen Koffer. Ja. Jetzt hier beginnt das Ganze schon ein paar realistische Züge zu bekommen. Aber ist noch nicht ganz ausgereift, ja. Das ist hier die automatische Foundation, das automatische Grundgerüst. Ich zeige euch das gleich mal. Nämlich, das ganze Ding hat zwei Vorteile, ja. Das heißt, auf der einen Seite
Es lässt sich ohnehin nur bei drei Gebäuden aktuell anwenden. Ja. Das heißt, das hier die Holzhütte, die große. Das ist hier die Plattform und das ist hier der Pavillon. Ja. Zwei Funktionen. Die eine Funktion ist unebenes Gelände. Ihr seht das hier. Ja, unebenes Gelände. Das bekommt hier so ein Ding dazu. Ja, dass das gerade stehen kann. Und ja, die zweite Neuerung ist, vielleicht habt ihr gerade eine Vermutung schon gehabt, ich gucke einfach nach oben und kann das wunderbar in die Höhe ziehen. Ja. Ganz nach unten ist das wieder hier am Boden, wo das auch schon immer war, und ich ziehe das einfach in die Höhe. Das heißt, zwei Funktionen, es steht gerade und ich kann das auch ein bisschen erhöht bauen. Ja, das geht aber wie gesagt nur bei drei Dingen, bei der Plattform, bei dem Baumhaus, bei der großen Baumhütte, der Holzhütte und hier beim Pavillon. Ja. Was haben wir hier neu dabei? Wie gesagt, Hasenkäfig, da fängt jetzt auch Waschbären und Lurche. So, gehen wir es nochmal durch. Ja, auch weil es mir gerade einfällt, einige werden sich freuen. Hier bei schwarzen Bildern in manchen Sequenzen oder quietsch. Das war auch schon bei den Koffern hier neue Sounds. Quietscht wie ein Meerschweinchen, das im Koffer drin versteckt ist. Ist mir unerklärlich. Ja. So, zurück zum Thema. Ja, genau, die große, nee, weiß auch nicht mehr, wo wir waren. Ja, die Änderung auf jeden Fall mit dem Bauen ist natürlich nur bei den drei Gebäuden aktuell möglich. Wir haben hier noch einen neuen See bekommen. Und ich überlege mir gerade, was wir uns zuerst angucken. Feuerpfeile, die funktionieren nun auch, ja, die lassen sich aber nur über eine bestimmte Aktion aktivieren. Das heißt, man muss den Bogen in die Hand nehmen und die Taste L drücken. L wie Ludwig, ne? Dann gibt es hier ganz neu dabei, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, das Walkie Talkie heißt hier Talkie Walkie, ja. Kann man hier auswählen im Inventar. Ja, doch nicht. Oder mit der Taste Q wie Qualle. Ja, herholen, wegpacken ist an für sich, soweit ich das weiß, nur für den Multiplayer. Aber lässt sich hier auch im Singleplayer aktivieren. So. Ja, überall ein bisschen aufladen. Optische Veränderungen. Definitiv gab es einen ganzen Haufen. Müsste mal durchgucken. Und ja, auch ein paar soundtechnische Änderungen hat es gegeben. Ich gucke hier gerade, wo der Höhleneingang hier sein könnte. Natürlich schwierig, da man die erst finden muss. Ja. Vielleicht denkt man, da laufe ich hier wohl im Kreis noch. Kommt auch drauf an. Das muss ja nicht in der Nähe vom Eingang sein. Das kann hier überall drin, im Wald, wo auch immer, am Boden. So eine Geröllansammlung. Ja, das ist natürlich keine, aber ich nehme einen Stock mit. Das kann ja überall bei einer Geröllansammlung kann das ja überall sein. Ja. So. Ist das hier jetzt auch schon? Nee, das ist er nicht. Aber der ist hier ganz in der Nähe. Der neue große See ist hier an für sich. Und hier drüben, wo ich gerade hingucke, die Hütten der Kannibalen sind. Hier hinten dran. Ja. Im Prinzip geradeaus, ja. So, wo bin ich denn jetzt wieder? Ja, gut. Ist wirklich fraglich, wo hier der Abgang ist.
Der Eingang. Ja, laufen einfach ein bisschen rum. Überall sieht das ein bisschen anders aus hier jetzt im Wald. Ja, aber ich denke mir, wir können hier auch kurz mal eine Pause einlegen. Da gibt es noch eine wunderbare Neuerung, die möchte ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. Ja, Baumhäuser ist hier jetzt, hier ist es ersichtlich, ja. Auf der Blaupause leider nicht. Die Stiegen sind ersetzt worden mit den Seilen, das heißt, man muss hier auch klettern. Mit einfach mal rauflaufen ist nicht. Hier gibt es die neue Baumplattform und die neue Baumbrücke. Ja, das ist hier jetzt alles neu hier dabei. Ich gucke auch mal, das wie funktioniert das? Oh, das muss ich hier irgendwie so dran pappen. Oder wie sieht das aus? Nee, das kann ich wahrscheinlich hier nur irgendwo. Ja, hier ist ein Seil, genau. Ja, 7 Stück, das ist in Ordnung, ne? Dann, ich weiß nicht, ob das hier dran zu pappen ist, einfach so. Von einer Plattform zur nächsten. Ich weiß nicht, ja, müsste man mal probieren. Ja, ich denke mal, 7 Stück Holz. Ja, das ist nicht allzu schwierig. Ja, ein bisschen Regen haben wir auch dabei. Die Leuchtpistole, die funktioniert soweit auch wieder, was die Sounds betrifft, aber mit dem Schießen, das hier, ja, das hier wohl wieder eine eigene Sache. Ja, wunderbar. Ja, was? Oh. Doch ein bisschen mehr. Ja, gut. So, mit letzter Kraft haben wir den jetzt gerade rausgehauen. Ja,
Ja, das ist gut, das ist gut. So, ja, direkt mal raufklettern. Das ist die neue Baumplattform. Uah! Ja, und das haben wir davon. Oh, wie bin ich da hier? Wo bin ich jetzt hier? Oh. Ja, direkt nochmal probieren. So, nicht ganz rauf. Ja, gut. Einfach ein bisschen abwarten. Der Mann hier macht das, denke ich, von selbst. Ja, gut. Einfach hier ein bisschen mit Vorsicht walten lassen, das Ganze. Ist mir jetzt hier auch nicht ganz geheuer, dieser Baum. Gut, und dann probieren wir einfach, wie das hier läuft, ne? Hier läuft's mal nicht. Ja. Ob das hier läuft, ist auch fraglich. Ja, so ganz läuft das nicht, wie ich mir das vorstelle, aber hier war irgendwas gerade. Denke ich. Hier. Oh. Oh, das muss ich hier irgendwie dran pappen, sehe ich gerade. Und dann lässt sich das hier so ein bisschen ausziehen. Ja, das heißt, man braucht an für sich. Ja, man braucht an für sich hier, ja, zwei Plattformen, wie das aussieht. Ja, und dann kann man hier schon loslegen. Das finde ich ganz anständig und nett. Hier sind wir auf der Anhöhe, ja, wo auch die Effigies unten alle stehen. Und das ist der große neue See. So groß ist er nicht. Ja, das kennt man vielleicht hier drüben. Irgendwo hinten sind die Hütten von den Kannibalen. Ja, das ist der neue See hier. Mit ein paar Tannen drin. Ja, ganz nett, ne? So, jetzt gucken wir uns auf jeden Fall noch was an. Das heißt hier noch was. Ja, natürlich noch was. Ist definitiv nicht das allerletzte, was wir uns angucken hier heute. So. Oh, ja. Muss auch mal wieder aufgeladen werden. Oha. Das ist nicht gut. Ja, die haben da auch so ein System zum Runtergehen. Und das gucke ich mir jetzt einfach mal hier an. Natürlich vorsichtig. Ich sehe hier unten nichts und das macht mich hier nicht gerade. Ja, da weiß ich schon, wo was hin. Ja, das ist nicht gerade die Höhle meines Vertrauens. Ja, und für sich möchte ich auch ganz woanders lang.
Oh, gut, erstmal hier Ruhe. So. Ja, genau. Da wollte ich auf jeden Fall noch runter gucken. Aber das sieht hier auch nicht gerade einladend aus, ne? Ich denke mal, wir sind hier schon in der richtigen Höhle gelandet. Und ja, ich sag euch mal gleich vorab hier, ich kann euch gratulieren, ihr werdet jetzt gleich mal die neuen Gegnertypen zu sehen bekommen. Ja, dafür bewegt sich das Vieh hier nicht, ne? Oh, ich denke mal nicht, dass sich hier einfach so mit einer Axt das machen lässt. Das Vieh scheint hier nicht gerade. Ja. Ich gehe mal wieder hoch. Und sag mal Tschüss hier an fliegende Miss Nudity Rape. Beziehungsweise, ich sag mal Maria-artig schwebende. Ja. Miss. Aber gut, ja, das hier war mal eine Kletteraktion, ne? Ja, Blut verschmiert ist hier auch überall. Ja, jetzt haben wir sie gesehen, den neuen Gegnertypen. Höhleneingang habt ihr gesehen, ja, direkt hier im Kannibalendorf. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Oh, das ist ja nicht gerade unweit hier. Oh. Oh, ja, hier ist das, ne? Hier, oder? Ja, genau. Hier ist das. Hier in der Nähe vom neuen See, vom großen, nur ein bisschen hier drunter. Ja, gut. Da latschen wir jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Auch ein bisschen was futtern hier. Und ich sag mal, wir gucken uns noch an, wo, ob sich hier noch oder wieder die Leuchtpistole. An einem altbekannten Platz befindet. Und das natürlich ohne, dass wir hier mitten ins Kannibalendorf latschen. Ja, das sieht aber auch ganz gut aus. War wunderbar, Landschildkröte, ne? Hier drüben ist der Vorsprung.
Oh ja, das nicht. Das sieht uns nicht aus. Lurch. Ja, altbekannter Platz. Das heißt zusammenfassend kurz. Eine Leuchtpistole gibt's hier in der Ankerhöhle. Ja, das heißt in der Höhle am Strand, wo der Anker ist, nur nicht mehr über den herkömmlichen Eingang, sondern über alternative Eingänge. Da gibt's eine Leuchtpistole, hier gibt's wohl keine mehr. Ja. Die lag hier mal irgendwo, aber die ist hier jetzt nicht mehr. Ja, und so sieht das aus, ne? Moderne Axt ist hier noch am Segelboot, aber auch am Felsen, vorne dran bei der Hauptbucht. Ja, wie gesagt, gibt viele gute Verbesserungen. Baumhäuser jetzt nur mehr mit Zeilen B und entsteigbar, wenn man das so ausdrücken kann. Jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Gegend. Gucken uns noch eine Rückseite hier von der Insel an. Ja, an für sich so ein The Forest Mobil, das wäre schon was Feines. Kann man hier ein bisschen über die Insel düsen. Ja. So für ein Let's Play. Ja, hier wird natürlich wieder geschnauft. Der Mann ist erschöpft. Ja, Walkie-Talkie haben wir gesehen. Ist neu. Krächzt. Ja, wie gesagt, viele gute Anpassungen, was die Optik betrifft. Genauso auch wie viele soundtechnische Veränderungen. Und hier, ja, ruckelt noch immer. Ja, das hier ist so eine markante Stelle, an der das Wasser in The Forest immer ruckelt. Weiß auch nicht, was das genau ist. Och ja, da gibt's ein Haufen. Ich sag mal, guckt einfach rein bei den Patch Notes, ja, zur aktuellen Version 0.10. Ja. Ja, jetzt sieht das Wasser auch von der Beleuchtung auch wieder anders aus. Genau das war's, was mir vorhin entfiel. All jene, die hier irgendwann mal einen schwarzen Bildschirm bekommen haben oder ähnliches, ich denke, die werden sich ein bisschen freuen. Die Entwickler scheinen das rausbekommen zu haben, woran das lag. Ja, und wortwörtlich hoffentlich auch gefixt haben mittlerweile. Also, ja. Tritt in der Regel immer dann auf, oder trat in der Regel immer dann auf, wenn Bildbereiche zu hell waren. Ja, okay. Das Felsenphänomen, das gibt's auch noch immer. Wenn so helle Bildelemente im Bild drin waren, dann kam das entweder vor, dass das mal schwarz wurde, oder eben es wurde auch gänzlich komplett hell, ja, und man hat gar nichts mehr gesehen. Ja, im Gegensatz hier zu den Patch Notes, wo es ein bisschen heller und ein bisschen dunkler und ich weiß auch nicht, was ist, aber wo man jetzt in The Forest mehr sehen kann, denke ich mir, tappen wir hier ziemlich im Dunkeln rum. Ja, ist klar, ist auch nachts. Und ich sag mal, ja, in grob ein bisschen mehr oder weniger als einem Zyklus haben wir an für sich das Wichtigste gesehen gehabt aus der neuen Version von 0.010. Und die letzte Neuerung, die dann tatsächlich auch dabei ist, die möchte ich euch dann noch vorführen. Ja, und das klar. Im Intro-Bereich. Ich sag mal, die Lurche, ja, die sind vorhin so geflogen, wenn man die erschlagen hat. Das jetzt auch nicht mehr. Auch eine Neuerung. Einfach Patch Notes mal durchgucken und viel Spaß mit dem Intro. Thank you.
Jo, und hier sind wir wieder, ne? Abgestürzt, wir haben jetzt Passagiere dran. Grafisch ist alles ein bisschen netter, habt ihr gesehen, vom Ambiente. Also, ihr sagt, die Versprechung, die haben sie definitiv gehalten. Die Jungs und Mädels von Endnight, ja. Das ist vom Ambiente, finde ich, ist das wirklich ein bisschen runder. Ja, ein Ticken schicker, ja. Oh, guck mal hier, direkt neben dem Wässerchen abgestürzt, mit einem Köfferchen drin. Yay! Ja, und wir haben natürlich, wie gesagt, Quietsche-Sounds. Hört mal hin. Ja, hier nicht so extrem. Mal gucken, hier. Auch nicht. Hier. Ja, oder? Hier. Ja, das war wunderbar. Oder auch hier? Ja, quietsch, das war der Quietschton. Oder? Nee. Wo noch? Köfferchen, Wässerchen, Köfferchen. Ja, gut. So. Blume eingepackt. Ja, wir sind hier irgendwo abgestürzt. Hier ist auch eine Schildkröte. Und ich sag mal, wir sind wirklich paar gute Neuerungen durch. Das sind nicht wirklich viel gewesen, wie in einem bisher vorangegangenen Patch, wo das schon mal so war. Da habe ich fast, sag mal, eine halbe Stunde durchgefaselt. So ist es jetzt hier nicht. Ja, aber dafür, das ist meine Meinung, sind die Änderungen gar nicht mal so klein. Und zwar riesengroß, in Wahrheit. Ja. Ein schönes System, mit dem sich hier gerade und stufenlos bauen lässt. Zwar nur hier für, ich sag mal, ein paar Gebäude. Ja, aber stellt euch mal das hier vor. Ja, ich baue mir hier so ein Dings hier. Das baue ich mir hier so dran. Ja, und dann pappe ich mir hier das so rein, ne? Guck mal hier, ne? Weil dann kann ich das hier so. Na, da kommt hier keiner dran. Das bin ich mir zumindest sicher, ne? Und ich finde, das sind hier Neuerungen, die können sich definitiv sehen lassen. Ja, das mit dem Klettern ist natürlich eine zwiespältige Sache, wo jetzt nicht gerade automatisch vorne ein Aufkleber dran ist, wo drauf steht, Spaß ist hier garantiert. Aber es ist eine große Änderung, ja. Vor allem auch eine große Umstellung, aber ich sag mal, toi toi toi. Und top die Wette gilt, auch wenn der geliebte Herr von uns, Gottschalk, nicht mehr im Programm dabei ist für uns. Top die Wette gilt. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin mit The Forest. Mal gucken, was hier, ich sag mal, in ein bisschen mehr als 2 Wochen kommt. Das war die Axt vom Walde. Ich wünsche euch noch was. Grüße an die Mutti, die Omi, den Bruder, die Schwester und vor allem auch an Zeckenbusch bei euch zu Hause. Ne? Tschüss!